Er hat die größte Klappe in Rheinland-Pfalz. Weine kenn dich. Doch die nützt ihm diesmal rein gar nichts. RPR1 und EWR präsentieren Sven Hieronymus auf der härtesten Mission seines Lebens. Der Rocker trainiert für Olympia. So, liebe RPR1-Hörer und Hörerinchen, wir sind jetzt hier in Saarbrücken vor der Sporthochschule und dem Olympiastützpunkt. Wir machen heute Speerwerfen, man hat extra den Platz für uns abgesperrt. Das musste jetzt mal sein. Und wir werden jetzt Matthias de Zordo treffen, unser Olympiateilnehmer. Ihr werdet natürlich fragen, Saarbrücken, Moment, also für alle die, die jetzt nicht auf der Waldorfschule waren, sondern für alle die, die richtig aufgepasst haben in der Schule in Erdkunde, die werden sagen, Saarbrücken, Moment, gehört nicht zu Rheinland-Pfalz. Stimmt, aber Matthias kommt aus Rheinland-Pfalz, ist gebürtiger Bad Kreuznacher, hat glaube ich in Quetsche-Memmelbach angefangen, nee, Langenlohnzeit, ist auch egal. Und wir gehen jetzt gleich mal auf den Platz und gucken mal, ob er mir Speerweitwurf beibringen kann. Ich glaube, das wollte ich eigentlich sagen. Dann bis gleich. Gucken wir mal. So, liebe Hörer, wir stehen jetzt hier auf dem Speerweitwurf-Fußball-Rennplatz in Saarbrücken. Neben mir Matthias de Zordo aus Bad Kreuznach. Zordo, ist das wirklich ein Name? Was ist denn de Zordo? Wo kommt das her? Ist das Spanisch? Ist das Italienisch. Mein Opa kam damals aus Italien nach Deutschland. Ah. Gut, mit Matthias ist auch ein italienischer Vorname, ganz bekannter. Wie oft hört man das? Pizzeria de Matthias und sowas, kennt man. So, du bist jetzt bei Olympia dabei. Aufgeregt? Schon etwas, weil jetzt so allzu lang ist es jetzt nicht mehr bis hin. Und von daher steigt schon die Nervosität und die Vorfreude natürlich auch schon auf. Wie kommt man dann zum Speerwurf? Es hätte ja auch was anderes sein können, was weiß ich, Langstreckenlauf oder Hürden oder Bäume hochklettern oder... Ich weiß, ich habe immer schon so ein Faible dafür gehabt, Sachen wegzuwerfen. Also auch schon in der Schule, so an die Köpfe von anderen und so, Flieger und genau, Stifte. So in den Tafelschwamm oder sowas, den anderen Leuten gegen den Kopf zu werfen und so, ja. Du sagst über dich selbst, du wärst faul. Das macht dich unheimlich sympathisch in meinen Augen, weil ich bin auch ein Stink. Wir sind eigentlich alle, sind wir ja wirklich faul. Was bedeutet für dich faul? Bist du wirklich so, also so Training braucht kein Mensch, oder? Ja, so in etwa. Also eigentlich reicht Talent vollkommen aus. Nein, Spaß. Also wie gesagt, nur, Fleiß gehört natürlich auch dazu. Also es kommt eigentlich fast nichts von alleine. Und gewisses Talent gehört natürlich dazu. Also allzu faul bin ich auch nicht. Ich schaffe auch ab und zu mal was. Wie oft trainierst du? 5-mal die Woche. Wie lang? Montag bis Freitags 2,5 bis 3 Stunden. Das war's. Und der Rest liegst du dann rum, raus, Zigarette und trinkst Bier. Genau, hauptsächlich Bier trinken. Ja. Das ist der erste Olympiasieger, den ich es echt gönne. Dass irgendjemand vollgesoffen den Speer über 100 Meter wirft, damit den Weltrekord bekommt. Unser Olympiasieger aus Bad Kreuznach. Scheiß Kindheit, immer voll, aber glücklich und Gold. Das, wer wünscht sich das nicht? Jetzt habe ich die Hoffnung, Speerweitwurf kann nicht so schwierig sein, denke ich. Und du zeigst mir jetzt mal, wie wir das hinkriegen, dass ich mit dir gemeinsam nach Olympia fahre. Und ich trage auch dein Bier. Sehr gut, das freut mich. So, ihr macht dann plötzlich mal so Trippelschritte. Zumindest sieht das so aus. Hat das einen tieferen Sinn? Ist das einfach nur, dass man nicht übertritt? Oder? Die sogenannten Kreuzschritte, nee, das im Prinzip gehört das sozusagen zur Technik mit dazu. Also das wurde irgendwann so eingeführt, dass man sagt, oder weil es auch im Prinzip ein längerer Beschleunigungsweg ist, muss man sich in dem Sinne von dann halt auch vorstellen, ob man jetzt seitlich zum Abwurf halt steht, hat man einen längeren Beschleunigungsweg, als wenn man jetzt, sag ich mal, frontal zum Abwurf steht. Und denke mal, so wurde das dann irgendwann halt eingeführt. Sehr schön. Ich habe nichts verstanden, aber du wirst es mir jetzt ganz kurz mal vormachen und dann werde ich mal meinen persönlichen Anlaufgeschwindigkeits-, Trippel-, Schleitschritt-, Fallkreuz mal versuchen. Zeig mir das mal. Ich glaube, mit meiner Technik werden wir den Speerweitwurf revolutionieren. Ja!
sieht sehr, sehr einfach aus, aber ich glaube, das denken viele. Und es ist wirklich extrem schwierig, den so zu werfen, dass er aufkommt und dass es Sinn macht, dass er wirklich überhaupt eine Geschwindigkeit bekommt, oder? Die Technik ist schon relativ schwierig, das erstmal hinzukriegen, weil ich denke mal, für so einen Laien den Speer wirklich so zu werfen, dass der wirklich steckt und auch weit fliegt, ist schon ziemlich kompliziert. Wir sind hier bei 20 Metern ungefähr, das heißt, ich habe noch nicht mal ein Viertel von dem, was die Norm ist, dass man das ungefähr mal weiß, das sind 20 Meter, das heißt, ich müsste noch 4 Tage trainieren, dann wäre ich auf 80, aber da fehlt mir jetzt einfach auch die Zeit dazu, aber ich denke, 4 Tage, 4 mal 20 wären ja auch dann 80. Ja, wird auf jeden Fall bei dir, glaube ich, auch klappen. Wenn du noch ein bisschen hinten dran klemmst, habe ich da gar kein Bedenken. Die 80, wenn man die bei mir als Summe nehmen würde, wird das langen. So, Freunde, das war's hier aus Saarbrücken von der Sporthochschule und dem Olympiastützpunkt mit dem wunderbaren Matthias de Soro. Soro, ne? Soro, das ist richtig ausspreche. Pizzeria Matthias de Soro. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Wann ist dein Wettkampf, damit die Hörer das auch wissen? Am 8. August die Qualifikation und am 11. das Finale. Also, am 8. und am 11. werden wir vor dem Fernseher sitzen und unser Mann aus Bad Kreuznach die Daumen drücken. Gold für Matthias und für mich wieder Hohn und Spott. Jeden Morgen bei Kunze und Nadja in der RPR1 Guten Morgen Show. Der Rocker trainiert für Olympia. Unterstützt von EWR. Energie auf neuen Wegen. Ein Partner des regionalen Sports in Rheinland-Pfalz.